Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf grex-rpgheaven.de zu einem weiteren Teil des Let's Plays zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind angekommen. Kapitel 4 haben wir fein gespielt. Barrett wartet auf uns. Wir haben gerade die Sondermission mit Biggs, Wedge und Jesse hinter uns gebracht. Und jetzt müssen wir nach dem Anschlag, also auf uns ausnahmsweise mal wieder, anstatt dass wir einen Anschlag als Avalanche ausgeführt haben, muss Cloud einspringen für Jesse, die sich verletzt hat, und Barrett wartet mit uns am Bahnhof. Ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Joa, lass das machen. Steigen wir in den Zug ein. Genau, unsere neue Mission. Biggs, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht. Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Jo, wir ziehen das durch. Genau, Jesse hatte sich verletzt, das haben wir beim letzten Mal gesehen, diese mysteriösen Wesen, die aufgetaucht sind. Und wir sind als Cloud eingesprungen, eigentlich nicht in diese Mission involviert. Wobei, war schon ein bisschen vermessen zu denken, dass sie es ohne Cloud machen. Ja, wobei, egal. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau, und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Also ich will ja nichts sagen, ja, aber ich glaube, selbst ohne Gruppe ist Barrett auch von sich alleine hier schon auf. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so wenige sind, aber aufgrund unserer Warnung, weil wenn weniger Züge fahren, würde das bedeuten, dass die dann voller sind. Die sind nicht besonders... Ah gut, hier, da es leer ist, können sie ja ruhig ihre Sachen ja hier drauf haben. Ich fand es sehr, sehr rücksichtslos, als wir die volle Bahn hatten und die da teilweise Taschen für sich reserviert hatten. Also ganz merkwürdig. Viele Regenschirme mit dabei, obwohl das Wetter nicht so schlecht schien. Vielleicht ist das ja gang und gäbe, wobei. Das ist auch so eine japanische Sache, ne? Als ich in Tokio mit der U-Bahn umhergefahren bin, da war das fast ein Accessoire, das man dabei haben sollte. Cloud, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ne? Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Den Sack. Einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke.
Gut. Also, schau dir das an, ne? Guck mal, die arme Dame hat sich hier schon ganz, ganz weit hingesetzt. Oh, Material Handy, hole ich mir gleich. Aber Barrett setzt sich hier, ne? Obwohl so viel frei ist, daneben. Das ist wie das Urinal neben einem anderen zu nehmen. In der öffentlichen Toilette. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Feige Sau. Wie bitte? Mich feige Sau genannt. Willst du, dass wir auffliegen? Ja, übrigens geil, Barrett. Irgendwie, Barrett mag die Fanfare ganz gerne. Also bevor ich irgendetwas mache, ich hole diese Materia. Heilen. Oh, einmal. Hatte ich mir noch eine extra gekauft? Na gut, ich habe jetzt... warte mal. Ich könnte die ja schon mal... Schau es mal an, Barrett hat Gewitter. Blut heilen. Hatte ich nicht Gewitter ausgerüstet? Dafür? Rost und Barriere. Eigentlich sind die ganz gut ausgestattet. Bisher heilen. Blut und heilen. Kiefer hat Frost und Barriere. Ist eigentlich schon ganz gut verteilt, muss ich sagen. Also, bei... Mal kurz gucken. Also, die Waffen, die sind hier voll. Barrett hat nur sein Gatling-Gewehr, aber der Schockschuss, der ist noch gar nicht ausgebildet. Mondsichel-Talisman, verringert den erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist natürlich ganz geil. Das würde ich ihm geben. Und ich habe 3 Eisenreife und einen Sternreif. Der geht mir ein bisschen zu weit runter von den Skills. Die Bronzereife brauchen wir zum Glück nicht. Und Tifa hat nur die Lederhandschuhe, aber sie hat den Hackentritt schon ausgelernt. Das ist auch gut. Eigentlich brauche ich, glaube ich, nicht so viel Materia zu machen. Habe ich nicht. Ich habe eine extra Heilen bekommen. Eine Tifa Chakra, das ist schon okay. 2 Glut, 2 Gewitter mit der, die ich ja auch gekauft habe. Aber guck mal, ich würde Barrett lieber die geben, die schon ein bisschen ausgebildet ist. Muss ich sagen. Weil dann kann die natürlich schon ein bisschen, warum die andere wieder von vorne ausbilden. Wenn man jetzt das mit der einen schon machen kann. Ich tausche also Gewitter mit Barrett. Alright. Also Gewitter. Er nimmt sich das Gewitter hier. So. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Ich auch nicht, muss ich sagen. Was ist mit dir, mein Freund? Um unseren Lebensstand die Nachrichten an. Zu bewahren, werden täglich Unmengen an Makroenergie verbraucht. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Okay. Ich gehe mal weiter. Schau, was mit Tifa ist. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso was soll das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Oh oh. Ihre eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Okay, das ist die außerplanmäßige. Alright. Hier, Cloud. Verstanden. Na gut. Gucken wir mal hier, schockanfällig ist er. Schwertsturm, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ein Schwertsturm ist schon ganz gut. Ich hab solche Angst. Okay,
es war vielleicht keine gute Idee, hier in die Angriffsstellung zu wechseln. So, du kriegst einen Impulsi. Das sollte fast reichen. Ist da noch einer? Okay, ihr kriegt Schwertsturm. Okay, und ein Mutangriff für beide. Das ist hier so eng, ich sollte beide erwischen. Wir haben immer noch. Ja, ich habe jetzt keine Blitzmagie mit ihm equipped. Also ist es halb so wild. Hui. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Ja, eine sexy Frau. Da vertraue ich. Wenn das Barrett gesagt hätte. Das nimmt kein Ende. Wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hm? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Genau wie in Vicks Plan E. Aber natürlich, genau ausgerechnet dieser Moment. Ja. Tifa, bereit? Na klar. Jetzt gehen wir denen hinterher. Das sind Luftcharaktere. Ich würde... Ja gut, sie haben wahrscheinlich alle eh Blitz. Ich zähle auf dich. Ich sollte vielleicht dann nochmal mit Tifa mir eine Blitzmagie dazu holen. Der Hackentritt. Die Hackentritt-Kombo ist natürlich immer super. Oh, ein Tentakel-Schwer, okay. Ausgezeichnet. Unterangriff. Und. Tentakel-Schwer vorbei. Ah, nicht ganz. Okay. Aber jetzt. Das Gute ist, mit so einer leichten... Das ist bestimmt Barrett. Mit so einer leichten Multiple-Punch-Kombo. Mal hier, ich würde mal den Plan hier anmachen. Aber irgendwas verleitet mich immer, auch wenn wir hier hin sollen, nach hinten hinzugehen. Das mache ich einmal auch. Falls ich das überhaupt kann. Aber das, der sagt mir immer, dass da versteckte Sachen sind. Die Combo von Tifa, die kann, Combo von Tifa kann sozusagen einmal so einen kompletten Active Time Balken aufladen, ein paar Mal normal hauen und dann den Dragon Punch nach oben. Und du würdest, dann gleich nochmal den Hackentritt hinterher machen. So kann man sich fast schon ein bisschen auf das Action-Gameplay konzentrieren. Also okay, viel mehr ist hier nicht als ein paar kleinen Truhen, aber das hat sich schon ein bisschen gelohnt. Ja, einen Gegengift haben wir bekommen. Deshalb kann man mit ihr eigentlich relativ frei kämpfen. Bei Cloud muss man ein bisschen mehr aufladen. Hey, da hinten ist gar nichts, ne? Wenn wir so weitermachen, verlaufen wir uns noch. Nein, ich habe Barrett ganz eindeutig von hier gehört. Ganz eindeutig. Und vom Glück reden, dass keine U-Bahn jetzt hier gerade vorbeikommt. Ist irgendwas verloren?
Nee, hier ist nicht mal eine Abzweigung, ne? Lass mal stecken. So weit will ich jetzt nicht zurücklaufen. Ich dachte, dass da jetzt irgendwie so eine Warnung kommt. Bitte lauf nicht so weit zurück. Vielleicht braucht man das später für die 100% Completion oder sowas, ne? Du hättest den Tunnel ganz, ganz komplett nach hinten mitlaufen müssen. Ich habe zwischendurch, lustigerweise, zwischen der Aufzeichnung von diesem und dem letzten Teil, ein bisschen das Original von Final Fantasy VII gespielt. Einen alten Spielstand mal geladen, bin also mal ein bisschen in Midgar rumgeflogen, und also war ein späterer Spielstand, wo nicht nur, in komplett der Welt von Final Fantasy VII ist ja nicht Midgar, aber in Midgar war ich auch so ein bisschen unterwegs. Fand's ja schön, ich habe natürlich wiedererkannt, was sie hier neu und frisch gemacht haben. Ja, aber es ist ganz geil, das, was Barret hat, ne? Dass er kein weniger Schaden nimmt, wenn er nicht in der Party ist. Aber hier würde seine Angriffskraft erhöht werden. Hier von den anderen haben wir genug. Okay, uns noch einmal hinsetzen. War ganz schön, nochmal zu sehen. Ich bin extra durch Midgar aber nochmal gelaufen. Da und mir die Wege angeguckt. Wie sie das modernisiert und aktualisiert haben, das ist ja schon wirklich enormst gealtert. Eben, ne? Für die 23 Jahre. Und so gut, wie ich Final Fantasy VII kenne. Aber das hier ist schon eine andere Hausnummer und auch wirklich viel mit Sinn und Verstand eben modernisiert worden. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Noch nicht. Wollen wir Supertrank? Nicht gut. Ah! Wo sagt mir das denn keiner? Holy shit. Ich bin da fast hingelaufen. Ja? Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt. Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl. Wie schon beim Reaktoranschlag, ne? Shinra hat uns im Blick. Heidegger und Shinra. Mit seinem leichten, zarten, grauen Flaum im Gesicht. Und den gut geputzten Beißerchen. Ein Glück, dass ich auf der Seite bin. Hui. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Erbitte Verstärkung! Oh, guck mal, da sind Gardisten. Ja, komm, lass euch mal. Wir machen Schwertsturm. Ja. Wieso schleiche ich denn daneben? Du dumme Drohne. Aber ich habe keine Blitzmagie. Equipped, aber lass uns den Gardisten erstmal wegmachen. Locken wir das mal weg. Ach, der war schon? Okay. So. Ja, mit meinen Specials komme ich nicht so hoch bei denen hier. Übernimm du. Überlass das mir. Deshalb ist Tifa eigentlich besser. Ja. Das reicht vielleicht? Ja. Ja. So, Hackentritt. Das Problem beim Hackentritt ist es, du hast immer diese schrägen Bewegung nach unten, aber sie muss auch, also der Charakter, der gegnerische Charakter, der Gegner, er darf sich nicht wegbewegen von einem. Ich würde jetzt nicht, also ich könnte jetzt nochmal die Blitzmagie equippen. Ich habe hier noch eine für Tifa. Schnell, da drüben! Barret! Tifa, ich habe mir schon Sorgen gemacht! Haltet euch! Ja, nimm die Pippe da! Da drüben ist ja der Barret. Die Treppe nach oben. Da hinten geht's weiter. Ja, wir sollten die Treppe, glaube ich, nehmen. Dass wir zu ihm hinkommen. Ah, Moment. Treppen. Das ist immer ein Indikator für. Nichts. Rein gar nichts. Hier unten. Es hat sich nicht wirklich rentiert, jetzt die Blitzmagie nochmal auszutauschen. Wobei es natürlich die hilfreichste gewesen wäre. Deswegen, aber wir werden ja hoffentlich auch so durchkommen. Barret! Da
seid ihr endlich! Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert! Allesamt festnehmen! Angenehm. Mit Barrett können wir eigentlich hier die gleichen Taktiken durchfahren. So. Cloud hat Drohne. Ja, den Grenadier, den haben wir wirklich weggemacht. Und guck mal, jetzt haben alle hier. So, hier haben wir den Schockschuss. Gib mir den Hackenschild. Und Cloud. Ah, hau einmal Feuer und so. Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar hier nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir... Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Ja, puh. Also, wenn wir die im Nacken haben... Ein bisschen Bedenken hast du dann dabei natürlich. Oh, und ich sollte mal heilen. Ich würde mal die Heiltränke benutzen, damit die auch zu was gut sind, bevor wir die Magic Points verwenden. So, dass ich den noch auf der Karte gesehen habe. Ich wäre jetzt schnurstracks hier dran vorbeigelaufen. Let's get the Elixir. Ein Elixir ist super. Halt nämlich MP und Hitpoints vollständig für einen Charakter. Der Clever von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Clever? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5.
Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Ich hoffe, dass das mit den Bahnen hier gescriptet ist. Haben wir denn für Drohnen noch? Wir haben da oben welche. Geht das mit Schwertsturm? Nichts überstürzt. Hier kommt Barrett! Nicht so nah! Auf die Trash! Nicht anlassen! Ah, er macht den Tentakelspeer bei mir. Oh, du dumme Sau. Ich habe den schnellen Willen gemacht, damit ich da mal ein bisschen mehr abziehe. Übernimm mal! Ich leg los! So, Hackenschwung drauf. Und bleibt der letzte. Wenn du hier unten bist, kann ich dir den Impuls geben, ne? Voll gut. Ich kann Barrett hier nochmal draufhauen. Ich sollte, glaube ich, den wieder. Ah, nee, doch noch nicht. Ich dachte, ich hätte schon wieder meinen Dreiecksangriff voll. Mit Barrett. Guck mal. Dann hier hoch. Ja, ne? Okay. Aber es ist noch nicht der richtige Weg, ne? Der zeigt hier in die andere Richtung auf der Map. Was knobbert ihr Wehrraten denn da an dieser Kiste? Die gehört mir. Was soll denn das? Ich bin im Pulshiebel hinterher. Und meine Kiste. Dass er die einfach hier so. Die Anhänger habe ich schon. Eins kommt hinterher. Jeweils Shinra-Kisten. So ein bisschen dieses Timing von Cloud, wie er die Kisten aufhaut. Das war mir eine Zeit lang ein bisschen zu lame. Man muss so ein bisschen mit dem Timing mitgehen, ne? Weil es hält Cloud natürlich an, es bringt ihn aus der Bewegung heraus. Und da denkt man, ah, möchte ich jetzt nur, um kurz zu gucken, was in den Kisten drin ist, das machen? Kann ich ihn nicht schneller erledigen? Also muss man mit dem Rhythmus zurechtkommen. Wie, oh, eigentlich wollte ich die... Oh, da, guck mal, da hinten sehe ich doch, was umgerinnert. Eine Elite-Grenadier. Lass mich mal zuerst weghauen. Ach, ist fein. Okay, ja, also mach den Hackentritt. So. Ah, verdammt, geschockt. Okay, fuck. Dann könnte ich ja doch mal Blitz einsetzen für die Drohne. Hier kommt Barrett! Los, gib alles! So. Kiefer kann sich um die verdammte Drohne mal kümmern. Viel Erfolg. Ich mach das. Cloud sollte mit Feuermagie, auf den Wachhund draufgehen. Dann nehme ich den Schock voll. Mach das Mist fertig. Okay, die Wachhunde sind hier nämlich das Heftige. Ja, warte mal, lass mich die Drohne einmal noch kurz fertig machen, tiefer. Dann einmal Entfesselung machen. Okay, hat doch noch gereicht. Wenn so eine Varianz an Gegnern noch dazukommen, ne? Die unterschiedliche Skills benötigen, wird dann natürlich umso schwieriger, da mal zu sehen, okay, ich brauche welche, die in der Luft unterwegs sind, warum auch hier ein Basketball rumliegt, weiß ich nicht. Welche, die mit Feuer anfällig sind, also muss man so ein bisschen durchkneten. Oh, jetzt bin ich. Okay, ich wollte eigentlich um die Tische drumherum laufen. Jetzt habe ich sie zerhackt, die Tische. Kein Krams. Aber gut, weiter im Programm. Das soll uns nicht stören. Eins der Zeichen. Stab hat den richtigen Riecher.
Die Schnauze von Stem zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Doggo Stamp. Alright. Halten wir den einfach. Oh, Verratti. Ich wollte mich eigentlich auch auf die Kisten konzentrieren, aber Verratti sollten, glaube ich, bei unserem aktuellen Level nicht so ein Problem sein. Aber ich sehe, es wird gerade wieder Zeit für ein paar Heiltränke. Kosten ja nicht so viel. Ach komm, wir laden mal voll auf. Was soll's. Keine falsche Bescheidenheit. Wenn schon, denn schon. Nicht gerade einladend. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schuld? Ja, dazu besser gesagt Shinra. Okay, und da haben wir die sogenannten Gastriken. Nehmen wir einmal, weil das neue Gegner sind, mit der Analyse. Einmal angucken, großes Insekt. Wirksam ist Eis. Eis hat Tiefer. Elementare Attacken füllen seine Schockleiste. Wenn er weniger TP hat, schützt es sich mit Barriere. Okay, also sollten wir es dann schnell besiegen. Das heißt, Tiefer hat noch keine Fertigkeit, aber... Okay, für den brauche ich hier nichts extra. Den haben wir. Macht. Oh, die Heilmaterie ist aufgestiegen. Eine, die wir haben. Neben dem Level-Up, den wir hatten normal. Das heißt, jetzt können wir Vitra anwenden statt Vita. Also die höhere Heilstufe. Ich mach das. Okay, also Eismagie. Dann können wir den Impuls hier. Ich leg los! Sind da! Das ist den Kombo nicht zu früh auslösen. So. Oh, und ich habe eine negative Stausmagie und ich bin vergiftet mit Tiefer. Okay. Da bleibt die Frage natürlich. Warte mal. Tiefer einmal Chakra machen. Weil die Fähigkeit halt gibt dir nicht nur Hitpoints zurück, sondern halt auch Gift. Solange wir eine kostenlose Gift-Heilung mit dazu haben. Warum denn nicht, ne? Wenn ich mich nicht irre, sollten Statuseffekte am Ende des Kampfes ausgesetzt sein. Also ich muss sie nicht danach nochmal heilen. Das ist ja mal so eine Glaubenssache bei RPGs, ne? Halten sich negative Statuseffekte auch nach Ende des Kampfes oder nicht? Das müsste, glaube ich, jetzt ein Science, wo dem nicht so ist. Die ist ja riesig. Guck mal, wir haben da hinten noch Gastritagas EB und die Gastrit-Königin. Lass uns erstmal darauf konzentrieren. Gastrit A. Fertig zu machen. Wir laden hier mal ein bisschen auf, dann Gastrit B, wenn wir schon dabei sind. So. Zieh dich zurück. Mach was draus. Okay, warte mal, das ist natürlich nicht so geil, was sie jetzt hier macht. Hackentritt, klar. Ich zähle auf dich. Okay, Barrett ist wieder raus. Jetzt sind meine Fertigkeiten ganz aufgeladen. Ich zähle auf dich. Zieh dich zurück. Okay, Cloud, mach mal kurz Analyse, aber wenn die Kleinen mit Eis anfällig sind, dann sollte es bei der nicht anders sein. Hat ein bisschen mehr Hitpoints. Verstehe. Ups. Ah, ich wollte es blocken, aber da war ich schon ausgewichen. Mit einem vollen Schockschuss. Jetzt wird sie schockanfällig. Jetzt kann ich mal... Habe ich Eisra? Nein, ich habe nur normales Eis. So, aber ich gebe den Impuls hier, um den Schock nochmal hochzutreiben. Und das sieht doch gut aus. Okay, Tifa kann jetzt einen Hackentrick machen. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus.
Dass ich hier gemeinsam mit dem Wurf hinterher, obwohl das sollte mehr als genug sein. Ja, super. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Oh, Mann, war das widerlich. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal ein Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Da ist so eine Gastritkönigin hinterher. Also nicht so schwer, aber hat ein paar spezielle Attacken. Wir müssen also ein bisschen extra aufpassen als mit den normalen. Und erstmal die Kiste. Kein Phoenix-Federn. Und wir gucken im Automaten. Ah, nichts, was ich unbedingt brauche. Toxin. Toxin und behandeln. Also Toxin kann man Gift auf Gegner anwenden. Das ist bei Gegnern, die Gift versprühen, halb so hilfreich, würde ich fast sagen. Ne? Oder bei mechanischen Kreaturen vergiften, bringt da was? Bin ich mir nicht sicher. Und behandeln ist Zustandheilmagie. Antidot erstmal, Antigift, Medica und Widerstand. Klingt beides nicht so mega spannend gerade im Moment. Und gerade wo ich mich geheilt habe, gibt es hier die Bank natürlich, aber ich nehme sie trotzdem in Anspruch. Aber ja. Noch ein Hündchen. Immer der Schnauze da. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Ein bisschen Graffiti für alle. Shinra versucht wohl doch, sie loszuwerden. Aber ziemlich halbherzig. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Hat doch alles keinen Sinn. Ja, ja, während du dabei bist, lass mich dich mal kurz erledigen. Obwohl er Brandgardist ist, glaube ich, müsste auch Feuer bei ihm mitwirken. Okay, Feuer war richtig. Oh, warte mal, der hat noch ein bisschen. So, bereit für den hier. So, oh, ich hab hier voll. Na komm. Was ein Schockschuss. Auf den hier. Cloud macht. Oh, Cloud hat nur noch nicht. Okay. Urteilangriff hinterher. Und. Die haben eigentlich ja hier nur ihre Arbeit gerade gemacht. Ich find's ja auch so, selbst menschliche Charaktere, wenn wir die als Gegner besiegen, dass sie sich auch in Marco auflösen. Es gibt ihm schon eine gewisse Finalität. Es ist was anderes, als wenn du bei dem alten Spiel siehst, wie sie da wegblenden oder sowas. Da können sie sich ja vom Kampffeld zurückgezogen haben oder was auch immer. Aber das hier lässt irgendwie durch die richtigen Animationen nicht so viel Zweifel über, ne? Dass wir die gerade alle schön am Moor dort haben. Holy shit. Da ist noch ein Hündchen. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja!
Gehen uns schön auf den Sack hier, Heidegger. Na, sie haben noch einiges im Argen und man sieht so ein bisschen, ne, der hat so eine ganz andere Attitüde drauf als viele seiner Fußsoldaten hier. Die Shinra-Mitarbeiter. Es muss ja auch Gründe geben, warum die im Dienste von Shinra als Soldaten tätig sind. Und wir haben ja nochmal den Krieg mit Wutai dann referenziert gehört. Noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Da drüben, ne? Aber erstmal möchte ich hier gucken. Der Krieg mit Wutai wird referenziert. Ich weiß auch nicht, ob das im Original so eine große Komponente war. Also ja, schon. Weil Wutai als Land ja auch eine Relevanz spielt. Im Original in Final Fantasy VII. Aber hier wird es, oh, nochmal ein bisschen anders thematisiert und nochmal stärker in den Fokus gepackt. Moment, ich habe gar nicht, hat Barrett eigentlich sein, guck mal. Da hatte ich gar nicht dran gedacht, Barrett. Und gleich mal zwei Materia Slots mehr. Ja, natürlich. Klug war das nicht rechtzeitig zu machen, aber ich mache Modifikation. Ich will ausrüsten mal. Also ich habe einen Lederschutzreif. Okay. Lederschutzreif im Grunde sehr ähnlich zum Eisenreif, wobei der Fokus. Hat sogar zwei Slots und der Fokus ist mehr auf physische Abwehr als statt auf magischer. Ach, gegen mechanische Kreaturen nicht schlecht. No. Würde dem Cloud einmal geben und mal Barrett hat jetzt hier, ich habe leider nur eine von denen hier, aber Barrett hat jetzt hier zwei Slots und ich habe hier einen mehr. Auto Vita. Bis zu dreimal pro Kampf sind Gefährten im Bedrängnis, wird automatisch einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genug ATB oder MP zur Verfügung hat oder der Spieler den Charakter aktiv steuert. Ja, bei Cloud packe ich das mal nicht hin, weil die Chance ist größer, dass ich Cloud steuere als die anderen, aber Auto Vita ist eine ganz gute. Also kann ich das Barrett geben. Hier können wir uns mal ein bisschen erweitern. Toxin hatte ich nicht gekauft, ne? Wir haben noch die Luft. Frostbarriere. Gewitter. Gib Luft. Mal Barrett, damit er nochmal eine extra hat. Heilen hat er ja. Und ich würde mir... Eine Revive Materia ist aber auch nicht schlecht, ne? Wobei wir haben einiges an Phönixfedern, ob das jetzt so wichtig ist oder nicht. Aber ich würde mir die zweite Gewitter Materia jetzt einmal geben, weil mechanische Kreaturen, das hat bestimmt noch nicht sein Ende. Wenn wir hier Shinra beigehen wollen. Also ist das durchaus eine... nützliche... Wo kommt ihr denn her? Zähl auf dich. Okay. Wo kamt ihr denn auf einmal her? Das ist ja komisch. Ja, wir müssten die linke Abspaltung nehmen, aber wir müssen eigentlich links da hoch. No? Nur mehr. Ist sie das? Ja, das ist die falsche Richtung. Ich weiß hier, aber. Da gibt es so eindeutig ein Geheimnis. In die Richtung geht's zum Bahnhof, nicht zum Bahndepot. Ich weiß, was ich tue. Ach, okay. Hier hat das Spiel eingegriffen, wenn ich den falschen Weg gehen möchte. Beim anderen war das nicht der Fall. Dann gehen wir in Richtung Stamp. Da, wo die Doggos hinzeigen. Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stan. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden wird. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Borgierter MacGuffin. Mist. Hey, wartet mal kurz. Hierher. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Da sind sie! Ihr seht euch immer einen Schritt voraus!
Okay, lass uns zuerst die Brandgardisten wegmachen. Nicht übertreiben. Hier kommt Barrel Feuer! So, die Raketenwerfer ist zwar auch ganz sinnig, aber... Oh, ja, wir haben die Brandkarte schon weg. Lass uns hier die Raketenwerfer. Okay, bei denen wäre Blitzmagie, denke ich mal, ganz gut. Ah, und der hat so eine Attacke, okay. Ja, also. Vielleicht reicht das sogar. Oh, hat sogar gereicht, okay. Dann lass uns hier mal mit Blitzmagie arbeiten. Ich glaube, dann brauchen wir nicht. Dann übernehmen. Barrett lädt sich einmal. Ah, guck mal, Blitzmagie. Und geht mal raus, Leute. Ja. Ganz rausgegangen seid ihr dann nicht. So. Aber gut, der sollte jetzt weg sein. Der Blitzmagie war sehr effektiv gegen die natürlich. Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat der anderer Meinung? Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Meine ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Materia. Nehme ich mit. Gewitter. Oh, eine. Mach eine Gewitter. Dann kann ich das natürlich auch tiefer geben. Ja, komm, machen wir das mal. Die wird ja nicht umsonst hier gelegen haben. Tiefer hat Frost und Barriere. Verteidigungsmagie. Ach, die habe ich. Solche habe ich so gut wie gar nicht eingesetzt bisher, ne? Aber. Ich gebe ja auch einmal die Angriffsmagie-Barriere, machen wir dann später weiter. Ups. Dreieck zum Interagieren. Und wir haben das Stamp-Lied, das kaufen wir natürlich. Weil Supertränke runtergesetzt ist gekauft, ein Ether runtergesetzt ist gekauft, Königsfeder runtergesetzt für ein Drittel des Preises ist gekauft. Andere Sachen sollten wir genug haben. Finden wir ein Toxin und den Behandeln dann nochmal holen. Leave it. Setzen wir uns hin. Und machen Action. So wie sich das gehört. Ich glaube, die Gewitter-Materie war eine gute Entscheidung. Ich habe gerade gesehen, wie das geholfen hat. Was steht da? Break Room, der Pausenraum. Genug Guru-Lord. Zeit für eine Pause. Oh, Elite-Gardisten. Während hier. Es ist der Break Room, weil wir hier alles zu breaken, oder? Oh ja, der arme Break Room. Hier wird so schnell keiner mehr Pause machen. Du hast dein Getränk hier liegen lassen. Alles raus, was keine Miete zahlt. Königsfeder nehmen wir auch mit. Gibt's hier. Wirklich Zoris hier angestellt. Gab's hier nochmal eine Kiste? Oh, der Tisch ist noch gar nicht durch. So. So gehört sich das. Wenn schon, denn schon. Ne? So viele halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Zeig dir, wo der Geheimgang ist. Hier. Da ist er. Vielleicht hier? Entdeckung! Das stand nicht im Plan!
Okay. Ja. Der Kremator hat viele kleine. Ja, da sagt es Claude, er hat gerade viele kleine Ziele, die anvisiert werden können, nämlich die Beine. Ich gucke mir natürlich ja mit die Analyse bei dem Boss an. Also, 27.000 Hitpoints. Wirksames Blitz, das ist cool. Leicht resistent gegen Stopp. Okay, ich habe keine Stoppmagie. Immun gegen fast alles andere. Was ist Bewegliches? Zerstöre seine einzelnen Teile, um die Schultleiste beträchtlich zu füllen. Also wir sollten ihn immobil machen. Lass uns mal aufs linke Vorderbein gehen. Der dreht sich natürlich immer, diese dumme Sau. Mit Cloud sollten wir auch mal einen Mutangriff auslösen. Ja, ich hätte natürlich nicht wechseln dürfen. Ich zähle auf dich. Tiefer. Er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an! Ja, dass Cloud hier den Tank macht, so linkes Vorderbein zerstört. Und aufs rechte Vorderbein, das erhöht die Schockleiste enorm. So. Oh, guck mal. Also tiefer. Wenn wir mal den Hackentritt machen. Cloud. Oh. Kann sie nicht gerade. Was macht sie hier gerade? Fertigkeiten. Schockschuss auf das Vorderbein. So, und wir haben ihn voll geschockt. Okay, und guck mal, er hat einen Schwachpunkt da vorne dran jetzt. Also Cloud. Ich kann den Hackentritt machen. Ah, Energiekern. Okay, so heißt das. Und auf den Energiekern. Oh, und? Oh, unsere Beschwerdenmaterie geht los. Aber wir haben eine mittlere Stufe erreicht. Ah, fuck, und der kriegt natürlich Ads. Also. Oh, und das, ist das Beschwerden voll? Dann können wir ja Ifrit dazu holen. Hatten wir den jetzt schon mal benutzt? Doch, ja, ne? Gut aus. Da könnte Tiefer nämlich eine Esper-Fertigkeit machen. Können wir die Drohnen so ein bisschen. Übernimm mal! Ich leg los! Jetzt erst recht! So. Wie ist denn hier das? Bitte, ich bringe die Esper-Fertigkeiten um einiges was. Auf den Kremator aber rauf. Ich kann ihm all seine Beine kaputt machen. Viel Erfolg! Ich mach das. Nein, wie nervig! Sie gehen dazwischen. Tch, wir müssen zuerst diese Dinger abschießen. Dann übernimmt. Jetzt kann der Kampf. So, die Drohnen da oben. Das ist nicht nett, was ihr da macht. Scheiße! Ah, jetzt war der. Das ist der Stuhl hier. So. Jetzt sollte es gehen. Lass uns die Beine mal kaputt machen, alle. Leiste voll. So. Hier bin ich. Das ist unsere Chance. Ich setz noch einen drauf. So, und oh. Was ist das? Noch eine Stufe? Ach komm schon. Hey. Ich hab doch gerade deine Beine alle zerstört. Systemfehler. Ja, das war eine Kugelstaffette.
hatte Geschütze an der Seite. Nicht übertreiben. So, Barrett hat nochmal die Möglichkeit, eine Feuersbrunst zu machen. Wir sollten natürlich die Geschütze einmal angehen. Okay, das bringt tatsächlich was. Da haben wir ihn nochmal geschockt. Und, oh, es wird Zeit für Feuer der Hölle. Das heißt, sein Abschiedsgeschenk. Zerstören wir die Panzerung. Dann ist Frontpanzerung, ey. Was du da auch immer für... Oh ja, Stromschienen. Lauf raus, lauf raus, lauf raus. AOE-Attacke. Weg von den Schienen! Du auch, Cloud. Na gut, das war wohl... So, die Frontpanzerung weghauen. Ah, jetzt wo wir schön Blitz uns geholt haben. So, und oh, ja, super geil, okay, das hat's gebracht. Jetzt kommen wir einmal mit Blitz auf den Energiekern rauf. So, Tifa kann Hackentritt machen. Cloud kann Mutangriff machen. Und wir haben besiegt. Yes! Eine neue Waffe für Tifa auch noch. Erledigt. Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Das habt ihr davon. Keine Übertragung mehr für uns. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Helger ist so typisch Politiker, ne? So richtig. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Die eigene Mission im Auge. Mann, ist das eng. Jetzt hätte ich mal gerne gesehen, wie Barrett da durchpasst. Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Hitpoints sind unten, aber ich hoffe mal ein bisschen drauf, dass ich gleich heilen kann. Unser Aufzug.
Items? Nicht wirklich, ne? Etwas lästig. Ist es längst. Habe ich auch gerade gedacht. Ab hier wird's lästig. Also, das war schon ein bisschen anstrengend. Bis hierhin. Hier wird nochmal ein bisschen was über Ifrit gesagt. Deswegen sollten wir auch schauen, was mit anderen S-Bahn hier ist. Mehr Materia holen. Müssen wir durch zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Also, imposant hier. Wirklich viele verschiedene Leveln in der Struktur im sogenannten Platteninneren, also was sich über was ich oh, Wachmacher, okay, nee, was sich über den Slums befindet, und die haben wir da so ein bisschen gesehen. Ach, guck mal, Lederschutzreif könnte ich jetzt für alle holen. Ich will das glatt mal machen. Dass die anderen auch den einen Slot mehr haben, zwar weniger Magic Defense, ne? Aber mehr physische Abwehr und ein Slot mehr. Ein Materia Slot. So, was hatte ich nochmal verändert in der Materia? Ich hatte nochmal hier Gewitter gegeben statt Barriere, was sie hatte. Kannst heilen, Gewitter, Luft. Nochmal wiederbeleben, oder? Hatte ich nicht noch ein Behandeln? Nein, ne? Ich hatte Barriere statt Behandeln. Ich habe jetzt zu viel Geld ausgegeben, als dass ich... Gehen wir mal wiederbeleben, was soll's. Zu viel Geld ausgegeben, als dass ich mir jetzt nochmal die Materials hier extra kaufen kann. Kann ich in den Automaten eigentlich verkaufen? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob das die Möglichkeit ist. Vielleicht kann ich die Eisenreife an den anderen Shit verkaufen. Die Bronzereife, die ja kein Mensch braucht. Kann ich sogar. Ja, okay. Und die Eisenreife. Ich kann die Bronzereife nicht verkaufen, ne? Aber die Eisenreife vercheck ich. Könnte. Ah, also ich kann nur die Sachen, die ich mir später zugelegt habe, verkaufen, nicht die Grund-Items. Ich kann also auch nicht alle Materia hier verchecken. Sternanhänger behalte ich. Und die Sachen, die nicht equipped sind, glaube ich, sind da hier. Behandeln und Toxin. Komm, ich kaufe mir ein Toxin. So. Dann tausche ich das nochmal aus gegen die Revive Materia. Weil die ist nicht so mega wichtig, wenn wir Phoenix Down haben. Barrett war es, ne? X einmal Toxin als Angriff. Bei Behandeln uns natürlich, Behandeln, die Wiederbeleben Materie uns ein paar Statusverbesserungen gegeben hat, ne? Oh. Und hier kommt so eine Sache zum Tragen.
Wir haben es hier kurz gesehen, als wir hier runtergerutscht sind. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, wie so eine Scope ohne Netz und doppelten Boden aussehen kann. Still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Ja, einfach nicht nach unten sehen. Das ist hier dann so eine Sache. Also die haben sich so um die Tragweite, wie das hier alles designt ist, schon Gedanken gemacht. Ne? Das Konstrukt des Dungeons sieht ganz cool aus, inklusive dieser künstlichen Sonne, die wir hier haben. Aber diese Tapete unten, ne? Und ihr seht also, was so die Slums auf dem Boden dann so zeigen soll. Es ist ja auch einfach nur ein Bild mit vergleichsweise niedriger Auflösung. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ja? Im Dunkeln war es, also es war bei den anderen Stellen ebenso, aber im Dunkeln fällt das nicht so sehr auf. Hier hast du eben nochmal hellere Lichtverhältnisse und ja, besser nicht nach unten sehen. Also das ist eine der merkwürdigen Sachen hier. Weil besonders geil schaut es da unten natürlich nicht aus, ne? Wenn die ganze Illusion dann weg ist. Wenn du so viel das konkret erkennen kannst durch die Lichtverhältnisse. Da ist der Blick hier schon besser. Hey! Wir müssen hier lang! Aber hier ist doch bestimmt was. Ja, gut, gut. Komm. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Da ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Achso, da wo ich gerade schon gewesen bin. Ich musste mir also einmal abholen. Dass ich da hochgehen darf. Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Kletter, 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 kletter. Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, was dafür nötig ist... Die künstlichen Sonnen, die hier aufgebaut sind, die dann direkt runter abstrahlen und das Licht eigentlich erzeugen. Von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Nicht direkt in die Sonne schauen, ne? Im besten Fall. Also wir müssen sie abschalten, damit der Strom umgeleitet werden kann, sodass wir weiterkommen. Machen wir mal hier mit. Bye, bye, gute Nacht. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Dass man dafür sagt, im Notfall, statt Notstrom umzuleiten, dass man einfach einen Griff an die Tür packt, damit sie aufgehen kann. Nichts drin? Gar nichts? Rein gar nichts? Whatever. So, damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Alles voll mit den Gastriten waren es, ne? Mit diesen Netzen hier. Ja. Was für ein Mick. Bin auch gerade schön am Spinnen hier. Je weniger, desto besser. So. Nicht übertreiben. Jetzt hab ich dir das sagen. Eis war da. Ich
Barrett ist ein bisschen eingeschränkt, weil er durch dieses Netz gegangen ist, ne? Hat nicht gehört. Am Schockzustand erreichen müssen wir nicht so viel machen. Und keine Hitpoints verloren, so wie sich das gehören sollte. Hier kommen wir nicht rüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen. Ich mal ein bisschen umschauen. Ja, mitunter das Beeindruckendste bei der Optik ist wirklich das Spiel mit dem Licht. Ne? Je nachdem, was für eine Art für Lichtquelle man dran hat. Hier ein bisschen so harscheres Licht und alles mit den verschiedenen Farben. Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Da wo die Texturen nicht hinterherkommen und da ist immer noch nicht ein Day-One-Patch oder ähnliches hier drauf. Anscheinend hat sich das nochmal verspätet. Wegen der ganzen Produktionsgeschichte. Guck mal da hin. Da fliegen die auch hier gerade herum. Also, wenn wir weiterhin typische Texturprobleme haben, wenn es überhaupt lösbar ist über ein Patch. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Ein bisschen Giftmüll. Nehme ich mit. Der Mitmüll. Oh, und hier ist es ganz gut. Also hier ist es nochmal ganz gut zu sehen. Eieiei. Das habe ich aber im Review auch nochmal ein bisschen thematisiert. Also, das sind so die Stellen, gerade wenn es so freien Himmel mit Sonne und Helligkeit zeigt. Also Abschnitt G, untere Ebene. Zumindest ein bisschen was Optionales immer dazwischen. Materia. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? Ja. So nah und doch so fern. Der okay, Subquests. So nah und doch so fern. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. War aber mega gefährlich. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg. Zu dieser Materia. Dann müssen wir die im Hinterkopf behalten, bis wir später irgendwie an die Materia kommen. Lasst uns nochmal den Weg überprüfen. Oh, ich würde erstmal unten gucken gleich. Ich glaube, es rentiert sich, den unteren Weg erstmal zu nehmen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Dieser Bereich kommt mir bekannt vor. Ne, da waren wir entlang. Hier war noch ein Weg. Würde ich erstmal kurz abgehen, bevor ich den nochmal verpasse. Also das Dungeon Design, das ist jetzt schon mal ein bisschen so exemplarischer dafür. Also es ist auf jeden Fall nochmal komplexer geworden als im originalen Final Fantasy VII. Das ist jetzt nicht die Speerspitze des Dungeon Designs, was jetzt so kleine Rätsel und andere Geschichten angeht. Da guckst du, du Gastritenmann hier. Oder Frau, ja, ich kann es leider nicht so wirklich erkennen. Nein. Oh, ach, besiegt, okay. Nicht nein, 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 sondern doch, doch, doch. Aber ja, das Dungeon-Design
Sachen ablocken können, ne? Schockschuss hinterher. Und der Kick. Kann ich nicht. Was soll ich denn hier machen? Ich zähle auf dich. Und hier hinterher. Ja, aber es gibt so ein bisschen mehr Abzweigungen und verdrehte Sachen. Das ist schon okay. Macht schon Spaß. No? Besser als wirklich nur einen langen Schlauch oder so zu haben. In den meisten Fällen. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Nicht so nah dran, Barrett. 3 Meter Abstand. Das weißt du doch in heutigen Zeiten. Sicher ist sicher. Ja, aber so zwischendurch Sachen, wo man ein bisschen puzzeln kann und mal verschiedene Abzweigungen findet. Es muss ja nicht alles voll mit Schieberätseln und anderen Geschichten sein. Weil ich immer präferiere, wenn jeder Dungeon ein bisschen was Einzigartiges hat. Los, kleine Fische. Wo ist zumindest... Oh, ein bisschen mehr was draußen. Das sind neue Gegner, ne? Blue Goose. Nur kein Übern. Okay, Blitz und Wind. Aber die scheinen auch leicht genug zu sein. Ah, und Gastrit ist auch dabei. Okay. Dann übernimm. Wurde schon angedeutet. So, und der Blue. Mal ein Aero, weil das. Dafür ist er anfällig. Das war's dann wohl. Mischbetrieb jetzt hier wieder. Verschiedene Kreaturen auf einmal. Und die nächste Sonne, oder? Sind wir schon da? Weg hier checken. Einer Blick auf die Map ist immer ganz sinnig. Den zu machen. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Kisten haben. Eine Mogri-Medaille. Guck mal, da war der Kontrollraum, ne? Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Da, jetzt habe ich runtergeguckt. Ja, für jemanden mit ein bisschen Höhenangst wie mich wäre das hier nichts, diese Mission. Das wäre wohl nichts. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh. Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Also, sehr vorsichtig ist das nicht, was du da gerade machst, Barrett. Haben wir Glück, dass hier ein bisschen weniger Wind ist, ne? Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Ist das etwa... Wie? Leck mich nicht ab, Mann! Ich muss schließlich nach vorne gucken! Da war Summon Materia, ne? War rote Materia. Lag im Lüftungsschacht. Also noch ein Subquest. Haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Ja, das gebaut haben muss, ey. Das hat ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Aber gut, lass uns weiter. Wirklich keine Location für mich. Schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein.
das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl 3 der Strahler. 3? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Wenn du meinst. Aber ja, also wir müssen noch mehr von den Strahlern ausschalten. Und hier zweigt sich der Weg ein bisschen ab. Die Sonnen, wir haben verschiedene die Optionen. Sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Warnung, Stromversorgung. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft geht, dann ist sie finster wie die Nacht. Also und der hier zeigt uns an. Von 3 Strahlern. 3 Strahler noch oder einen haben wir und noch 2. Bleibt auch die Frage, dann kommen wir also nicht darauf. Von hier sind wir gekommen. Nicht, von hier sind wir gekommen und hier gehen wir hin. Die Rückseite, das ist das mit dem. Okay, also dann schauen wir hier mal. Jetzt mal das Gleiche. Warnung, Strom. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Okay, okay, okay. Selbstschussanlagen, die überall rumstehen. Nicht sehr einladend, muss ich sagen. Die haben ihren Job auch gar nicht getan, um die Gastriten irgendwie aufzuhalten. Ein Weg hier. Schauen wir ein bisschen weiter oben entlang. Komm, jetzt hat er mich vergiftet, ey, die dumme Sau, während ich eigentlich nur schießen wollte. So. Jetzt ist Tifa auch noch vergiftet worden, dann nimmt die Chakra. So, Cloud macht den Mutangriff. Okay, kann den wegzimmern. Und kann einmal volle Pulle Schockschuss machen. Und das war's. Got it. Warnung, Stromversorgung. Wenn wir den ausmachen. Das ist alles unzureichend, ey. Gut. Ah ja, aber wir sind ja schon quasi da. Na dann, Lichter aus. Ich schaue erstmal drumherum. Vielleicht liegt hier was wie eine Kiste. Ein Phoenix down. Also noch eine Sonne weg. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. Ach komm. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Wenn du meinst, wo hat Barrett eigentlich seine Kugeln alle her? Würde mich wundern. Unbefugter Zutritt. Verteidigung. Okay, ja, also dann lass uns erstmal. Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. That's a Barrett thing. Nicht
wirklich. Na, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Ah. Toll! Muss unser Glückstag sein! Ergibt natürlich Sinn. Jetzt, wo wir Strom haben, Abwehrsysteme zwar wieder da, aber auch diese beweglichen Brücken. Wobei, wie viel Sinn macht es, dass das Ding nicht hier dran steht? Wo ist der nächste? Einen alternativen Weg, der genommen werden kann. Ja, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Keine Zurückhaltung. Roger, ich übernehme. Jetzt wird aufgeräumt. Da helfe ich gern. Oh, die sind neu. Diese Programms, aber. Ich muss einmal die Alpha-Laser alle wegmachen. Und ich müsste eigentlich mal mit Cloud gucken, was die hier so drauf haben. Die liegen ja hier so herum. Also mal checken. Also, Eis wirksam, dreht sich, wenn sie eingeschüchtert ist. Währenddessen ist sie gegen Nahkampfangriffe gefeit und sollte mit Fernwaffen bekämpft werden. Sobald sie aufhört, ist sie schockanfällig. Ich muss also den Hippokampf hier wegmachen. Wenn der sich hier dreht, nur... Alter, und Cloud, was geht denn hier? So wird das nicht. Genau da gehörst du hin. So, aber jetzt können die ja wenigstens. Das war's dann. Das war angreifen, ja, okay. Also bei denen, wahrscheinlich weil ich hier ich mit Cloud und Tifa angegriffen habe, während die noch aktiv gewesen sind. Der für die Energie abgezogen. Ich gönne mir mal die Vita. Müsste wieder eine Vitra sein, oder? Geht die MP runter, aber was soll's. Dafür sind sie ja da. Also zwei Plätze. Lass mal nach oben. Ja, jetzt wird's ein bisschen verworren, natürlich. Und die nächste Sonne. Ausmachen und dann nochmal umschauen hier oben, bevor es unten weitergeht. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Okay, ja, von da geht's in die untere Ebene allerdings. Sind das da unten? Lass mich einmal erstmal checken. Ja, willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Nee, erstmal nicht Wege verpasst, ne? Da hinten ist zwar noch was ausgegraut, aber... Oder? Habe ich da was verpasst, da unten? Da greift so ein bisschen das FOMO, ne? Hier auf Missing Out. Hier, guck mal. Der Weg ist ganz komisch. Okay, also es ist nichts, was man von hier irgendwie wohl beackern kann. Also am Strahler vorbei. Ist zu. Strahler vorbei, dann die Leiter runter. Dann gucken wir mal. Aus hier. Jetzt zu gehen. Ach, da seid ihr. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich war ohne euch. Oh, ein Seitwärtsaufzug. Seitzug. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne. Die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefugter Zutritt. Verteidigung wurde schon eingeleitet. Okay, da können wir natürlich mit Blitzmagie einmal. Na? Vergiss es!
Randy. Haben wir. Wer ist nicht drin? Ist das alles? So, guck mal, wo haben wir dich? Da haben wir dich hier. Barrett kann einmal den vollen Schockschuss machen. Ist das alles? Sollte reichen. Du bist am Zug! Gott, und jetzt kann Tifa mal. Jetzt Magie machen, das war's. Nichts hält uns auf! Zumindest dich nicht. Hey, lass uns die gemeinsam doch. Okay, jetzt. Ah, wir haben eine Drehung im Kreis gemacht. Und jetzt sollten diese Seitwärtsaufzüge gehen. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Nämlich das hatten wir noch nicht, ne? War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Mogelmedaille also. Da hinten geht's hin, aber... Eine Leiter. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. Ich hab dich nicht nach Erlaubnis gefragt, mein Freund. Alles geben! Das kann ich gut. Oh, eine Königin wieder. Was? Zwei Königinnen! Holy shit! Heiß war's, ne? Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Wir lassen uns erstmal die B nehmen. Oh. Okay. An die Arbeit. Nee, ich visiere dich an. Oh, was geht denn hier? Nicht die A. Die B will ich haben. So. Hey. Alright, so. Die B wollte ich haben. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß, wirklich? Und ich wurde gerade. Das macht mich jetzt fertig. Das ist jetzt. Heuiuiui, okay. Tifa ist vergiftet, sie sollte auch Chakra gleich machen. Wir schaffen das! Hier! Hier geblieben! So, das ist doch so ein Schaffer, den wir machen. So, jetzt könnt ihr aber mal eure Fertigkeiten. Impuls auf B. Ja, jetzt macht den Chakra. Ach ja, ich wollte Chakra machen. Ach, habe ich das gar nicht gemacht? Doch, habe ich. Ich habe einfach nur enorm viel an. Hitpoints verloren. Alter, ey, diese Unterbrechung. Nicht die A! Das. Gießt mir so auf den Piss gerade. Das Anvisieren. Ey. Mega nervig. Und die B. Nicht die A, die B. Jetzt liegt es an dir. Oder schon ungeduldig. Ja. Versuch's. Ja. Es geht weiter. Ja. Meine Fresse. Gib mein Bestes. Was ist das denn? Ja. Ja. So, Alter, ey. Kannst du das machen? Jetzt halt. Das gibt's doch alles nicht. Eine Schande. Nicht so nah! Was für eine Blase! So soll's eigentlich sein. So. Bitte mal ein Chakra. Ey, diese zwei Königin, ey. Das muss doch alles nicht sein. Meine Fresse. Und geblockt habe ich natürlich auch nicht.
Erfolg! Auch anfällig, so, gib mir mit Angriff. Fertigkeiten, Schockschuss hinterher und das war's. Ey. Das hab ich unterschätzt. Ey. Was ging denn hier ab? Dann klaut auch keine MP mehr. Was war das denn jetzt hier gerade? Oh, alles Gute kommt von oben. Oh, ein Nervkampf. Ja, wir wurden mit am meisten gestruggelt jetzt gerade, ne? Ja, es wird ja noch heiter. Aber. Ach, der ganze Umweg. Für Elementaraffinität. Okay, das müsste eigentlich eine ganz geile Materia sein. Das ist tatsächlich gelohnt. Lass ich mal gucken. Aoife hat als einzige Gewitter mal raus bei ihr. Elementaraffinität nehme ich. Genau, bei einer Waffe kriegt die Elementschaden verknüpft mit der verknüpften Materia. Das bedeutet, da ich hier Frost drauf habe, das heißt, Tifas Angriffe machen Frostattacken zusätzlich noch dazu und verursachen zusätzlichen Elementarschaden. Das ist eine mega gute Materia. Liegt denn da oben? Mega gute Materia. Komme ich da ran? Schau dir das an. Danke, dass ich die Kamera hochgedreht habe. MP-Boost. Ja, die werde ich zwar jetzt nicht equippen, aber die hätte ich gar nicht gesehen. Das ist ja der Hammer. Das ist ja super. Zwei Materia zum Preis von keiner. Aber Elementaraffinität hat sich mehr als gelohnt, dass wir diesen Nervkampf gemacht haben. Weil von der hätte ich gerne mehr. Wenn es geht. Du wirst immer Gegner haben, die zusätzliche Elementaraffinität irgendwie. Ja, nicht immer, immer, aber immer genug. Komme ich nicht vorbei. Ist gar nichts. Immer Gegner haben, die mit Elementaraffinität da irgendwie was machen können. Das lohnt sich schon. Mal sehen, falls wir jetzt mit Gastriten oder so zu tun haben. Das sind natürlich keine Gastriten, aber ich werde jetzt hier sehen, dass Tifa. So, das ist bald. So. Ah, guck mal, und die? Ihr seht jetzt jedes Mal, wenn ich die Gegner treffe, erscheint da auch noch Schwäche dabei. Weil. Oh, das ist nicht so gut. Volle Konzentration. Mit dem Profi-MG hier mal kurz weghauen. Ach, er hat. Ja, stimmt, er hat ja gar keine MP mehr. Sag mal. Cloud kann mal die Vertrank nehmen. Los, gib alles! Ach, die fliegen beide entlang. Okay, dann mit Barrett für eine Attacken. Block lieber. Okay, Stoppschuss. Dass der aber auch bei mir hier reinrollt? Okay. Ach komm, Limit. Machen wir, wenn dann mal. War das daneben? Ja, klar. Oder hat es gereicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde mich gleich mal bei einer Bank hinsetzen oder so. Einmal zur Bank gehen. Das müsst ihr drin sein, auch in solchen Zeiten. Aber immerhin ist es die letzte Sonne, die wir ausschalten müssen. Wenn ich richtig gerechnet habe. Magischer Armreif. Auch mal später checken, aber jetzt noch nicht.
drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Ja, wollen wir es mal. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja. Also viel weniger hell als vorher ist es jetzt nicht, muss ich sagen. Bist du für Wedge angesprungen, Cloud? Aber gut, wir gehen zurück. Das war der Umweg, den wir vorhin genommen haben. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Mako-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück. Okay, da ist der Hauptlift allerdings. Ich hab was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Wenn ihr euch erinnert, da oben bei den großen Ventilatoren, da war ja noch eine Sondermateria. Und es gibt zumindest noch einen Weg, den wir nicht genommen haben. Aber können sich die anderen eigentlich auch hinsetzen, wenn Cloud das macht? Ich weiß ja nicht so ganz. TP und MP geheilt. Wir hatten ja noch diesen Aufzug hier. Wo geht das hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Ja, warum nicht? Da ist ein Tenor an dir verloren gegangen, Barrett. Oh, und hier ist noch eine Bank. Fokus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Ah, praktisch. Er hat angehalten? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hey, Zeitlimit. Ich geb mich nicht geschlagen. Ja, und natürlich eine Gastritenkönigin. Das fängt wieder gut an, ey. Also, ich geh zu Barrett rüber, damit er einmal die Alpha-Laser wegmachen kann. So, das hat super geklappt. Tatsächlich. Okay, das habe ich wenigstens einmal geblockt. Jetzt ist nur noch die Gastritkönigin übrig. Und das Gute ist, ja, durch Tifas Eishandschuhe ist sie jetzt schockanfällig geworden. Ich habe sie ganz gut gestaggert. Das könnte sogar mal reichen. Gib mir noch einen Schockschuss, damit ich das Schocken hier hochbekomme. Ja, die Eishandschuhe sind geil hier. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Ah, und warte mal, wir haben auch ganz vergessen. Oh, ich bin ja auch ein Dödel. Fällt mir jetzt gerade ein von wegen Eishandschuhe. Wir hatten doch eine neue Waffe. Nichts hält uns auf. Wir haben noch eine Waffe mit Tifa, eine neue, die ich gar nicht eingesetzt habe bisher. Zugriff autorisiert. Moment, ach, das ist ja natürlich schon vergessen. Ich habe doch die Schlagringe gekriegt. Die sind zwar, man sieht es, physische Attacke besser, aber andere Statuswerte weniger, aber ich will, ich würde gerne auch die Affinity haben, warte mal. Und da fehlt mir eine Materia, okay, aber immerhin sind miteinander verbunden. Das heißt, ich kann die Eisangriffe weiterhin behalten, Barriere und TP-Boost. Ich hatte eine Heilmateria mit ihr hier, ne? Oder? Ne, nicht, ach, Chakra hatte ich. Chakra würde ich weiternehmen, weil die ganz hilfreich war. Ich bin auch bescheuert, dass ich das nicht verwendet habe. Ich habe längst die Fähigkeit ausgelernt. Aber ja, das Zeitlimit haben wir geschafft. Das heißt, Summon Materia kommt zu mir. Chocobo und Mogri. Spürer Materia? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Dann Chocobo und Mogri.
Die rüsten wir auch mal aus. Gehen wir sie Barrett oder tiefer? Chocobo-Mogel. Ja, da sehen wir ein bisschen hier Bild an der Seite. Bildmaterial. Stampede oder Mogelbombe? Wir geben es Barrett. Es ist aber so ein Entweder-Oder pro Kampf, ne? Ich kann in einem Kampf nicht beide Summons einsetzen nacheinander, sondern wenn ich einmal einen eingesetzt habe, dann war es das in dem Fight. Und wir haben uns auch gar nicht versorgt, weil wir sehen ja jetzt noch ein bisschen Musik am Automaten hier. Elektrik de Chocobo passt es ja ganz dazu. Und den anderen Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Ausweich Rundumschlag, behandeln. Ach komm. Auch wenn ich die jetzt hier nicht einsetze, aber dann haben wir wenigstens von jeder einmal was. Oh, und ich würde mich natürlich trotzdem noch einmal hinsetzen, nachdem wir gerade so einen Mini-Boss-Kampf gemacht haben. Ja. Sollte es sein, dann denke ich mal, haben wir hier oben alles erledigt, ne? Wir haben beide Sidequests gelöst. Und keine Prompts mehr auf der Karte. Wir fahren zurück. Okay, jetzt habe ich erkannt, ihr habt euch einfach hingebeamt beim letzten Mal. Seid nicht schnell gelaufen, ihr Schweinchen. So Leute, wir haben nur noch den einen Gang hier vor uns mit dem Hauptaufzug. Aber ich glaube, das ist was für den kommenden Teil des Let's Plays von Final Fantasy VII Remake hier auf gregs-rpgheaven.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Seid regelmäßig dabei. rpgheaven.de, Podcast, wenn es geht. Plauschangriff.de und Gedankensprung in den Feeds drin. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht macht, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/katius. So, stellt euch einmal schön hin. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.